Hallo, mein Name ist Tim Pieper von MarchingMusic.de. In diesem Video möchte ich euch zusammen mit meinen Kollegen Markus Jovanovic, Mike Gess und Jonas Wronzo-Czechne kurz unsere neuen SFZ Cadence Packs vorstellen und euch vor allen Dingen erklären, wie ihr die mit eurer Besetzung, mit eurer Drumline am besten umsetzen könnt. Die neuen SFZ Cadence Packs sind so aufgebaut, dass ihr sie sowohl mit traditioneller Percussion-Besetzung auf dieser Seite in grün aufgebaut, als auch mit moderner Marching-Percussion-Besetzung auf dieser Seite in pink aufgebaut spielen könnt. Natürlich funktionieren auch alle Mischformen zwischen diesen beiden Besetzungen. Ja, die moderne Besetzung besteht aus High-Tension-Snares, bespannt mit Phelims-Fällen, dann aus Quints oder Quads, je nachdem, Multitenors, und wir haben die tonalen Bass-Drums. Wie ihr sehen könnt, vier verschieden große Bassdrums, natürlich auch verschieden hoch gestimmt, sodass man wunderbar Melodien und Verteilungen spielen kann. Wenn ihr in der Bassline mal gezwungen seid, einstimmig zu spielen, dann bitte schaut euch die Unison-Stimme an, nicht die Vier-Pitch-Stimme. Das klingt nämlich wesentlich besser, die direkt dafür vorgesehene Unison-Stimme zu nehmen, als die Vier-Pitch-Sachen einfach zusammenzuspielen. Hier seht ihr die traditionelle Besetzung, bestehend aus einer Bassdrum, da auch nur eine Bassdrum-Stimme vorhanden ist. Ihr könnt natürlich auch mehrere Bassdrums verwenden, allerdings natürlich dann auch das ganze Unison spielen. Dann kommen wir zu den Snare-Drums. Die Snare-Drums haben ein Kunststofffell, was wahrscheinlich auch jeder von euch kennt, und selbstverständlich die Tenor-Drums oder Landsknechtstrommeln, die wir hier jetzt wahlweise mit einer Cowbell oder einer Kuhglocke bestückt haben. Wenn ihr keine Tenor-Drums zur Hand haben solltet, könnt ihr selbstverständlich auch Snare-Drums verwenden, wo ihr den Teppich einfach abspannt. Oder selbstverständlich auch Quints oder Quads. Genau, dazu kommen in der Regel dann noch Hand-Cymbals oder Handbecken, die wir hier jetzt nicht extra aufgebaut haben. Vielleicht noch ein Wort zum Schwierigkeitsgrad unserer Kadenzen. Die meisten der Kadenzen sind relativ leicht, also als easy eingestuft. Einige der Kadenzen sind medium-easy. Wenn es dennoch zu schwer ist, dann könnt ihr immer mal ausdünnen, zum Beispiel an Stellen, wo Drags oder Rolls sind, diese Rolls weglassen und dafür einfach nur 16. spielen. Oder ihr könnt beispielsweise bei Akzent-Tab-Patterns nur die Akzente spielen und die Tabs weglassen. Das funktioniert natürlich auch, wenn das nur ein Teil der Spieler macht und ein Teil der Spieler spielt einfach die Stimmen so, wie sie vorgesehen sind. Um euch zu zeigen, wie flexibel unsere Kadenzen anwendbar sind, spielen wir nun eine der neuen Cadences in drei verschiedenen Besetzungen. Alle nötigen Einzelstimmen werden natürlich bei allen SFZ Cadence Packs mitgeliefert. Wir spielen die Kadenz Buses Away jetzt zunächst in traditioneller Besetzung. So, nun tauschen wir die Tenortrommeln einfach mal gegen ein Quint aus und sind gespannt, wie das klingt.
Und als dritte Besetzungsvariante hört ihr nun Bass Is Away in der modernen Marching Percussion Besetzung. Okay, ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie flexibel unsere Cadences sind und mit wie viel Besetzungsoptionen ihr die spielen könnt. Weitere Informationen zu noch mehr Besetzungsformen, wie zum Beispiel nur Snares und Toms und auch die passenden Hörbeispiele dazu, findet ihr auf unserer Webseite unter www.marchingmusic.de. Zum Schluss spielen wir jetzt noch Second Line mit der traditionellen Besetzung aus dem SFZ Cadence Pack Nummer 4. Und Wronskis Cowbell Groove mit der modernen Besetzung aus dem Cadence Pack Nummer 5.